Okay. Ich soll mich jetzt hinhocken, ja? Ja. Okay, cool. Und jetzt tu mal so, als würdest du ein Eis lecken. Okay. Schneller. Wofür ist die blaue Wand hier? Da packen wir einen Sandstrand hin. Okay, klar. Schneller. Noch schneller. Jetzt mit beiden Händen. Sag mal, willst du mich verarschen oder was, Mann? Was geht ab, Freunde? Ich bin Phil und willkommen zum Movie Roundup. Jeden Mittwoch neu. Der erste Trailer zum 300-Nachfolger Rise of an Empire ist erschienen. Der Film spielt direkt nach den Ereignissen des Vorgängers. Dieses Mal gibt's aber Krieg auf Schiffen. Warum heißt der Film noch 300? Es sind auf jeden Fall mehr als 301 plus Leute. Zumindest in den ersten Stunden. Naja, zumindest der Look erinnert noch immer an den ersten Teil. Was würdet ihr machen, wenn ihr so viel Geld hättet, dass ihr es einfach nicht ausgeben könntet? Ach, jetzt regnet's schon wieder. YouTube-Partner. Genau dieses Problem hat Leonardo DiCaprio im neuen Film The Wolf of Wall Street. Er verdient dort so viel Asche, dass er nicht weiß, was er damit machen soll. Deswegen hat er viele kreative Ideen, um sein Geld quasi zum Fenster rauszuwerfen. Regie geführt hat übrigens Shutter Island-Macher Martin Scorsese. Und Jonah Hill ist auch mit dabei. Und wir haben noch einen dritten grandiosen Trailer für euch. Und zwar geht es um Feuchtgebiete. Der Trailer stellt gerade einen Rekord auf in Dislikes sammeln. Und zwar auf jeder Seite. Die Bilder sind so widerwärtig, dass wohl niemand mehr diesen Film sehen will. Der Roman war ja schon mit seinen Altermuschis und pickligen Ärschen ziemlich kontrovers. Und der Film könnte das wiederholen. Würdet ihr euch den Film anschauen oder habt ihr das Buch gelesen? Schreibt es in die Kommentare. Die schöne Emma Watson kehrt zurück in die Fantasy-Welt. Sie wird nämlich für den Dreiteiler The Queen of the Tierling vor der Kamera stehen. Das Besondere dabei ist, die Filmrechte wurden schon verkauft, bevor der Roman fertig geschrieben worden ist. Die Story spielt im Mittelalter und soll Gerüchten zufolge etwas wie Game of Thrones sein. Game of Thrones. Geil. Freunde, es werden mal wieder Spiele verfilmt. Dieses Mal unters Messer legen muss ich. Sam Fisher. Splinter Cell wird verfilmt. Tom Hardy soll übrigens die Hauptrolle übernehmen. Der ist unter anderem bekannt aus Dark Knight Rises als Bane. Außerdem möchte unser Blockbuster-Guru Michael Bay Ghost Recon verfilmen. Das wird ein gutes Jahr für Tom Clancy und Ubisoft. Keine Woche ohne Star Wars News. Freunde, macht jetzt keinen Scheiß. Gerüchte besagen, dass in der Story vom siebten Teil die Zwillinge von Han Solo und Leia von Onkel Luke zu Jedis gemacht werden. Und der männliche Zwilling schließt sich der dunklen Seite der Macht an. Also meiner Meinung nach wäre das eine coole Story. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Movie Slaps. Arnold Schwarzenegger soll auch wieder im fünften Terminator-Teil mit dabei sein. Drehstart dazu soll schon 2014 sein. Wusstet ihr eigentlich, dass es einen Marvel-Helden gibt, der sich Ant-Man nennt? Und dieser Ameisenmann bekommt jetzt seinen eigenen Film. Und dazu sind sogar schon die ersten Bilder erschienen. Bevor Justice League in die Kinos kommt, soll jeder DC-Held noch seinen Standalone-Film bekommen. Superman hat seinen jetzt ja schon bekommen, Batman bekommt auch noch einen neuen, Wonder Woman bekommt einen und Aquaman. Kann da eigentlich irgendwas? Loki wird im zweiten Teil von The Avengers nicht mehr mit dabei sein. Das sagt Regisseur Joss Whedon. Kommen wir zu den Kinostarts der Woche. Unter anderem startet Man of Steel, der langersehnte Reboot von 300-Macher Zack Snyder. Superman lebt unerkannt auf der Erde. Erst nachdem der böse General Zod diese erobert, muss er zeigen, was er in der Legends hat. Du wirst nicht gewinnen. Für jeden Menschen, den du rettest, töten wir 1 Million mehr. In den USA stellt der Film gerade Publikumsrekorde auf und der zweite Teil ist schon in Planung. Die Kritik zum Film von Nils findet ihr hier auf dem Kanal. Ich habe danach irgendwie das Gefühl gehabt, ich hätte 137-fachen Tinnitus, was aber super geil war. Des Weiteren startet Monster Uni. In der Vorgeschichte zum Pixar-Klassiker erfahren wir, wie sich die Hauptcharaktere Sully und Mike in der Uni kennengelernt haben. Beide schreiben sich für das Hauptfach Erschrecken ein und werden unweigerlich zu Konkurrenten. Und auch hierzu hat Nils eine Kritik gemacht. Und zu guter Letzt startet Gambit, der Masterplan. Colin Firth spielt einen frustrierten Kunstsachverständigen. Dieser möchte sich mit einem spektakulären Betrug bei seinem Chef rächen. Dafür braucht er die Hilfe von einem durchgeknallten Cowgirl, gespielt von Cameron Diaz. Es ist wieder soweit, kommen wir zu den DVD- und Blu-ray-Starts. Wie versprochen, diese Woche die fünfte Staffel von Breaking Bad. Auch in der fünften Staffel hat Walter White noch nicht genug. Er möchte endgültig zum Drogenbaron aufsteigen. Und wir haben die DVDs auch zu verlosen. Wie ihr die gewinnen könnt, ist ganz einfach. Schreibt einfach in die Kommentare, wo Hal noch mitgespielt hat.
Außerdem startet Cliffhanger mit Sylvester Stallone. Der Klassiker von 93 erscheint erstmals ungeschnitten auf DVD und Blu-ray. Sylvester Stallone ist ein Bergretter, der mit ganz besonderen Absturzopfern in den Rocky Mountains zu kämpfen hat. Und ein weiterer Klassiker aus den 90ern kommt erstmals ungeschnitten auf DVD und Blu-ray raus. Universal Soldier mit Jean-Claude Van Damme und den anderen Pfosten habe ich vergessen. Dann machen die Boom, Boom, Boom. Beide Filme könnt ihr auch bei uns gewinnen. Schreibt einfach weitere Klassiker aus den 90ern unten in die Kommentare. Und zu guter Letzt hätten wir noch für euch Flight mit Denzel Washington. Er spielt einen Piloten. Als ein Flugzeug zu abstürzen droht, kann er es mit einem gewagten Manöver retten. Doch dann stellt sich heraus, er hatte Alkohol im Blut. Sie haben meine Mom gerettet. Diese Sache ist so heftig, das überlebe ich nicht. Und auch diesen hier könnt ihr gewinnen. Aber diesmal müsst ihr ein bisschen suchen. Und zwar müsst ihr mir sagen, was der Regisseur hier dieses Films noch so gemacht hat. Was ihr diese Woche außerdem auf keinen Fall verpassen dürft. Am Freitag entführt euch Nils in die Welt der Zombie-Filme. Wie ich noch keine solchen Filme gesehen habe, da war ich in der Schule viel besser. Und ich bin auch frecher geworden zu meiner Mutter. Das Allerlustigste, was es jemals im Zusammenhang mit Zombie-Filmen zu sehen gab. Und am Samstag gibt es wieder Roundup Feedback mit mir. Dort werden die Gewinner für Zero Dark Thirty aufgelöst. Du bist meine größte Heldin, Phil. Nur weil ich Titten hab. Das war's dann leider auch schon wieder mit Movie Roundup für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und schreibt ganz viele Kommentare. Oben geht's weiter mit der Roundup von der letzten Woche und unten kommt ihr zu diesem grandiosen Video hier. Was ab und so. Ich wünsche euch viel Spaß und jetzt lasst euch noch schön, wunderbar, grandios und geil beleidigen. Mögliche Antworten, ja, nein, was, verschwinden Sie, bitte kommen Sie später wieder, fick dich selber, du Arschloch. Fick dich selber, du Arschloch.